Enchanté. Was ist die wichtigste Fähigkeit im 21. Jahrhundert? Gibt es sowas überhaupt? Und wenn ja, wie sieht diese Fähigkeit aus und wie üben wir die oder wie trainieren wir dafür? Ich möchte euch heute vorstellen, was ich glaube, dass die wichtigste Fähigkeit im 21. Jahrhundert ist und auch ein paar Gedankenansätze dazu bieten, wie wir sie trainieren und üben können. Das mache ich natürlich wie immer draußen, weil mit Bewegung lässt sich das Ganze sehr viel besser zeigen und demonstrieren. Die Fähigkeit hat für mich einen Namen, der ist aktuell Englisch. Ich nenne das Objective Contextualization, also objektiv etwas in einen Zusammenhang rücken. Das wäre die deutsche Übersetzung. Ich habe bisher keine wirklich gute deutsche Übersetzung gefunden. Wenn ihr eine habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir dann auch einen deutschen Begriff dafür finden. Was es damit auf sich hat, möchte ich euch später erklären. Zuerst möchte ich euch mal zeigen, was das bedeutet und wie das aussieht. Dafür bin ich an zwei verschiedene Orte heute gegangen, die beide ähnliche Aufgaben beinhalten, aber ein ganz anderes Setting und einen ganz anderen Kontext. Am ersten Ort habe ich im Endeffekt das gleiche getan wie am zweiten auch. Da gibt es eine kleine Herausforderung, nämlich von Stange zu Stange springen. Das ist eine Herangehensweise, beziehungsweise ist das eine Herausforderung, wie wir sie aus klassischen Trainingskontexten, klassischen Bildungskontexten und recht, ich sag mal, für uns gewöhnlichen Herangehensweisen kennen. Es gibt da feste Abstände, es gibt da messbare Ergebnisse, es gibt da scheinbar und offensichtlich auch recht feste Vorgaben. Und deswegen gibt es auch recht feste Vorgaben, wie ich dann als Mensch in diesem Kontext agiere, wie ich da arbeite und sozusagen mit mir selbst umgehe. Das heißt, was dafür notwendig ist und was ich dafür an Fähigkeiten brauche, das kann ich wahrscheinlich relativ gut aufschreiben, weil da kann ich festlegen, wie weit muss ich da springen können, wie groß ist der Durchmesser dieser Stangen und so weiter. Und das ist etwas, wie wir es bisher in vielen unserer Trainings-, Übungskontexte, Bildungskontexte, Lernkontexte irgendwie gewohnt sind. Der zweite Ort, an dem ich jetzt auch noch bin, sieht schon ein bisschen komplexer aus. Und der zweite Ort und die zweite Herausforderung kommt für mich, obwohl es relativ ähnlich aussieht, der Realität deutlich näher. Denn hier sind keine künstlich errichteten Stangen, hier sind keine mit festen Abständen platzierten Objekte, sondern hier gibt es diese Steine. Und die haben eine rutschige Oberfläche, die haben ganz unterschiedliche Oberflächen, die sind noch dazu nicht fest im Boden verankert, sondern die bewegen sich. Und das macht das ganze Spiel natürlich deutlich komplexer und interessanter. Das heißt, wenn ich hier von Objekt zu Objekt springen möchte, brauche ich neben der Sprungkraft, neben der kalkulierbaren Fähigkeiten noch viel mehr, das ich wahrscheinlich gar nicht auf dem Blatt Papier schreiben kann. Hier muss ich die Herausforderung sehr viel spielerischer angehen und ich brauche selbst die Fähigkeit, meine eigenen Fähigkeiten in diesen Kontext zu setzen. Und da sind wir beim Begriff der objektiven Kontextualisierung. So könnte man das vielleicht auch auf Deutsch sagen. Worum es mir geht, und da sehe ich den Bezug zu die wichtigste Fähigkeit im 21. Jahrhundert, ist, dass die Kontexte, in die wir uns begeben, sowohl in der Arbeitswelt als auch im Privatleben, in allen Bereichen, in denen wir uns bewegen, sind nicht mehr so wie diese Stangen. Und ich sitze hier interessanterweise gerade auch noch auf Stangen, ne? So ein Fahrradständer. Und so sind wir es mittlerweile eigentlich gewohnt. So sind wir es über die Jahre immer wieder gewohnt, uns auch Fähigkeiten anzueignen. Messbar, mit festen Abständen, mit festen Noten, mit festen Zeitabständen, mit festen Vorgaben. Und so gehen wir auch immer noch die 21st Century Skills an, wie sie beispielsweise Yuval Noah Harari mal beschrieben hat. Da stehen dann so Dinge drin wie meinetwegen Empathie oder komplexe Problemlösung. Nur sind all diese Fähigkeiten
in sich so komplex, die kriegen wir nicht in der Excel-Tabelle. Und deswegen ist es für mich so wichtig, so eine Art Metaskill zu definieren. Und die nenne ich eben Objective Contextualization. Für mich bedeutet es, all die Fähigkeiten, über die beispielsweise Harari spricht oder auch andere in der Arbeitswelt, die sind deswegen nicht unwichtiger. Ich glaube aber, die können wir nur dann hinbekommen, wenn wir auch die Objective Contextualization als Fähigkeit, als Metaskill uns mal genauer anschauen. Was bedeutet das denn dann? Also wie lernt jemand überhaupt sinnvollerweise in diesem Bereich etwas dazu? Und zwar nicht gedacht in festen Abständen, sondern spielerisch, explorativ, auf eine Art und Weise, die vielleicht gar nicht mal es nötig macht, bestimmte Dinge aufzuschreiben, sondern die es wie hier mit den Steinen auch ermöglicht, einfach diese Komplexität beizubehalten. In der Objective Contextualization gut zu sein, bedeutet für mich mehrererlei. Einmal ist es ein Bewusstsein und eine Bewusstheit über meine eigene Person, über meine Rolle, über die Art und Weise, wie ich in einem bestimmten Kontext wirke. Und in der Bewegung würden wir vielleicht sagen, die räumliche Orientierung. Also wie bin ich gerade in Relation zur Außenwelt orientiert? Das ist der eine Teil, also das nach innen. Und genauso ist es dann auch das nach außen. Also sprich, wie gut gelingt es mir, eine Situation, einen Kontext einzuschätzen? Plus, dann kommt noch dazu, dass es ja noch weitere Informationen gibt, die in einem jeweiligen Kontext entscheidend sein können. Informationen über andere Personen, die mit daran beteiligt sind. Informationen, die generell in dieser Situation entscheidend sein könnten, wie hier zum Beispiel die Schwerkraft, wie rutschig ist das, wie wirkt sich das generell aus, wenn ein schwerer Körper auf diesen anderen Körper drauf fällt und so weiter. Und das, glaube ich, wird zunehmend wichtiger. Denn die Stangen mit gleichen Abständen, diese Aufgaben werden immer weniger. Und die Steine, die sich bewegen, diese Aufgaben werden immer mehr. Und ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Ich habe da so ein paar Ideen und würde mich freuen, wenn wir darüber mal in den Austausch kommen. Und jetzt können wir ja selber experimentieren.